Nach der Jubiläumsausgabe im letzten Jahr lockte die nun 31. Auflage des Bergstadtfestes 2016 wieder zahlreiche Besucher nach Freiberg. Ob Messe oder Schlossplatz, Unter- oder Obermarkt, in und um das Zentrum der Stadt wurde wieder eine große Programmvielfalt geboten. Los ging es am Donnerstag auf dem Obermarkt. Die Hauptbühne war Schauplatz für den traditionellen Fassbieranstich und die Krönung der neuen Bergstadtkönigin. Doch davor die Auswertung einer Spendenaktion der Freiberger Brauerei. 66.000 konsumierte Flaschen Freiberger Bieres waren Anlass, der Stadt einen Scheck von 10.000 Euro zu spenden. Das Geld soll über den Bürgerhaushalt drei gemeinnützigen Projekten zugutekommen. Das offizielle Startzeichen zum Fest gab dann Oberbürgermeister Sven Krüger mit dem Anzapfen des Bierfasses. So, jetzt. So, also. Mit Freiberger Edelkeller, dem Jubiläumsbier für das laufende Jahr, wurde dann auf ein gutes Gelingen des Festes angestoßen. Und damit ist das Bergstadtfest 2016 eröffnet. Zwei Kandidatinnen bewarben sich in diesem Jahr um das Amt der neuen Bergstadtkönigin. Caroline Fleischer konnte mit ihrer Präsentation am meisten überzeugen und wurde von Vorgängerin Carla Mantau zur 17. Regentin gekrönt. Sichtlich gerührt blickte Carla die 16. an diesem Tag noch einmal auf ihr letztes Jahr zurück. Unbeschreibliches Jahr, was ich hier in Freiberg verbringen konnte mit diesem Amt und in diesem Amt. Ich hatte unwahrscheinlich viele Termine gehabt, zu denen ich Freiberg in seinen verschiedensten Seiten und mit den verschiedensten Facetten sehen durfte. Und das ist für mich einfach ein unwahrscheinlicher Gewinn, was ich in diesem Jahr alles mit erfahren durfte. Und das nehme ich für mein ganzes Leben lang mit. Also man hat Erfahrungen gesammelt, die wird man nie vergessen, die gehören dazu. Und das ist ein Teil von Freiberg, der jetzt immer in mir mitlebt und mitgeht. Es war einfach unwahrscheinlich und ich hoffe natürlich auch, dass es für die Caroline genauso ein schönes Jahr wird. Und das erhofft sich dann auch die aktuelle Königin der Bergstadt. Ich freue mich auf ein ganz spannendes Jahr hier in Freiberg. Ich denke, dass ich viele neue Menschen kennenlerne, viele neue Eindrücke erleben werde und ich bin sehr, sehr gespannt, sehr aufgeregt und ich freue mich. Und grüße alle Zuschauer von Kanal 9.